Hallo liebe Katzenfreunde, ich bin Kirsten Schulitz, ich bin Katzenhomöopathin und Psychologin und wir drehen heute mit Sunny, die wieder fröhlich auf mir rumtretelt, darum muss ich diese Kuscheljacke wieder anbehalten. Also heute geht es darum, was kann man tun, wenn die Katze vermisst wird. Das ist natürlich erstmal, ja, weiß jeder. Jeder liebt seine Katzen und wenn der Freigänger überfällig ist, ist erstmal Alarm im Kopf und Herz. Erstmal keine Panik. Vorab versucht euren Freigängern einen gewissen Rhythmus anzugewöhnen. Das heißt, dass sie wissen, zu bestimmten Zeiten, ja, gerade mittags und abends, gibt es immer Futter, dass sie dann kommen. Ich mache das bei meinen Katzen immer so. Ich muss mal ganz kurz den Lautsprecher runterstellen, weil das fliegt hier immer rein, das wollen wir alle nicht hören. Ich mache das bei meinen Katzen immer so, dass wenn sie mir zu lange unterwegs sind, obwohl sie schon sehr heimelig sind, dann rufe ich sie mal kurz. Und wenn ich sie dann sehe oder sie kommen, dann sage ich, alles gut, jetzt kannst du weiter butschern gehen. Also, dass sie diese Reflexion einfach gewöhnt sind. Und das andere sind feste Futterzeiten, mittags, abends, dass sie wissen, was weiß ich, um 1 gibt es immer Mittagessen, abends um 20, 21 Uhr gibt es Abendessen. Dass sie dann von sich aus kommen. Ist der Freigang nun dann aber doch überfällig? Und das ist nur ein bisschen. Erstmal Ruhe bewahren, entspannen. Das muss ich mir durchaus auch immer selber sagen, weil ich ja auch so eine Katzenmama-Klammer-Tante bin. Vielleicht ist da einfach nur eine Maus, die sie noch beobachten. Oder es regnet und die haben sich gerade irgendwo untergestellt, wo sie trocken sind. Oder da ist eine andere Katze vorbeigekommen und die lernen sich gerade kennen. Also erstmal ein bisschen warten. So ist der Freigänger aber wirklich überfällig, dann in Aktion treten. Und da kann man so einiges machen. Das eine ist natürlich einfach immer wieder losgehen, gerade die Wege, wo du weißt, wo deine Katze unterwegs ist. Immer wieder losgehen, sie rufen, warten, lauschen, wieder und wieder und wieder. Und das auch zu verschiedenen Tageszeiten. Durchaus auch, wenn es dunkel ist. Dann auf jeden Fall mit Nachbarn sprechen. Eine Katze kann auch mal aus Versehen eingesperrt worden sein. In Garage, Keller, Schuppen. Nachbarn bitten da einfach mal nachzuschauen. Das kann ganz schnell gehen, ist in meinem Leben mit meinen Katzen auch schon passiert. Und nicht jede Katze ruft dann. Es ist aber wahrscheinlich, wenn du in der Nähe bist und sie ruft, dass sie dann antwortet. Aber trotzdem Nachbarn informieren, Nachbarn einmal bitten, nachzuschauen und natürlich auch bei euch selber in Garage, Keller etc. Schuppen, gucken. Das nächste ist, ihr macht Aushänge. Alles, was euch einfällt. Im nächsten Supermarkt, beim Tierarzt, an der Tankstelle, überall, wo es möglich ist. Informiert so viele Menschen wie nur möglich. Geht in der Nähe spazieren, jeden, den ihr trefft. Hey, ich vermisse meine Katze, so und so sieht die aus. Haben sie da was gesehen? So viel wie nur möglich. Sprecht mit den Tierärzten, dass er die Katze vermisst. Tierärzte in örtlicher Umgebung. Sprecht mit den Tierheimen in örtlicher Umgebung und hinterlasst da überall eure Telefonnummer, dass wenn eure Katze gefunden wird, die sofort angerufen werden kann. Hat eure Katze einen Chip? Dann informiert Tasso, dass die Katze vermisst wird und das läuft dann alles sehr automatisch. Diese Infos habe ich gekriegt von anderen Leuten, die schon mal dieses Problemchen hatten. Also ihr könnt ganz, ganz, ganz viel tun, zu versuchen, informieren und ganz wichtig ist auch, vertraut, dass alles gut ist und visualisiert, auch wenn es spirituell ist, immer wieder, dass eure Katze gesund und munter wieder bei euch ist. Viele in so einer Situation kontaktieren dann eine Tierkommunikatorin. Könnt ihr machen? Ich kann euch nur raten, verlasst euch darauf bitte nicht 100%ig. Ich werde oft gefragt, Kirsten, was hältst du davon, soll ich das machen? Und ich sage jedem dazu, ich persönlich halte da, tut mir leid, nichts von, weil ich von keinem einzigen Fall gehört habe, dass es stimmt. Es ist immer nur so ein bisschen das Erzählen, um dem Menschen das zu sagen, was er hofft. Das ist eure Entscheidung. Es kann nicht schaden. Kostet in der Regel, soweit ich weiß, auch nicht viel. Aber bitte vertraut dem nicht blind. Wenn euch das gut tut, macht das. Aber nicht blind sowas glauben. Und ich persönlich denke immer noch, auch wenn es die Menschen es gut meinen, und dass sie denken, sie können das, aber in Wirklichkeit ist das ein bisschen
Absolut. Es mag ganz wenige Menschen geben, die das tatsächlich können. Aber die sind eben rar gesehen. Also wenn euer Kätzchen euch fehlt, tretet in Aktion, macht und tut. Telefoniert drum, sprecht drum, macht Aushänge. Und ich drücke natürlich ganz, ganz doll Daumen. In diesem Zusammenhang möchte ich euch mein Buch Ganzheitliche Katzenfibel ans Herz legen. Das ist ein Buch ganz allgemein zum Thema Katzen. Alternativer Ratgeber für ein glückliches und gesundes Katzenleben. Ihr wisst ja gerne Daumen hoch, nette Kommentare, abonnieren, Weiterempfehlungen. Bis zum nächsten Mal, Schnurr, Schnurr, Miau, eure Kirsten Schulitz.